Vorgestellt, Galaxy Squad. Ja, wir haben hier ein neues Spiel, was so ein bisschen wie Faster Than Light and XCOM 2 in einem ist. Und ja, das ist von dem Oleg Kasakov, der mir diesen Key zur Verfügung gestellt hat. Vielen Dank dafür. Wir haben das Ganze hier in verschiedenen Sprachen, wie ihr unten links seht. Optionen habe ich hier, eine Auflösung kann man da einstellen, Musiklautstärke etc. Hier so ein paar Tastenbelegungen. Das ist da drinne. Freischaltung kenne ich noch nicht, weil ich noch nichts freigeschaltet habe. Ich habe es auch noch gar nicht gespielt, nur mir mal ein Video angeguckt. Wir sind also ganz, ganz neu da unterwegs. Da kann man halt Rüstung noch ausmachen, Waffen, Soldatenklassen, Schiffstyp, freier Modus erobern und so weiter und so fort. Kann man alles noch freispielen. Spiel beenden ist klar, freischalten hat man neues Spiel. Modifikation, ja, da gibt es auch einen Workshop für, der dann hier wahrscheinlich bei Steam landet. Kann man also auch modden und ja, wir gehen aber wieder zurück zum Main-Menü. Hier sah man gerade noch so einen Button, der jetzt aber wieder verschwunden ist, weil man da wahrscheinlich fortsetzen kann oder das Spiel laden. Ja, das ist das. 8,19 € habe ich, meine ich, gesehen. Das ist aktuell auf Steam und ist ja natürlich nicht sehr teuer, relativ günstig, aber dafür ist es auch ganz cool, denke ich, für den Preis. Ja, da können wir jetzt die Kampagne sowieso nur starten. Das werden wir dann tun. Wird wahrscheinlich so ein bisschen Tutorial-mäßig auch sein. Schreibe die Galaxien, verschiedene Optionen und deine verzweigten Handlung. Ja, da sind wir jetzt mit drei Leuten, die wir aussuchen können. Gibt es verschiedene Klassen, wie wir sehen. Eroberer, Schütze, Unterstützer. Man kann die Klassen auch wechseln. Schütze, Unterstützer. Eroberer, gut. Also die drei Klassen wird es wohl nur geben. Und wie wir sehen, wechselt da die Waffe. Und ja, da müssen wir mal gucken. Supporter, Unterstützer, Schütze, Eroberer. Ja, ich denke mal, wir können das erstmal so lassen und wir werden ja zufällig dann weiterkommen. Ich mache auch nichts am Aussehen. Das kann man hier auch noch zufällig anpassen. Man kann es auch händisch anpassen, wie wir sehen. Da gibt es, ja, wir gucken trotzdem mal rein. Die Rassen sind da verschiedene. Das ist wahrscheinlich dann ein Mensch. Ach gut, da kann man ja gar nicht unbedingt sehen, was es ist. Das ist auf jeden Fall ein Alien. Was das für einer ist, kann man nicht sehen. Es steht auch nirgendwo. Das ist mehr asiatisch vielleicht angehaucht, während das andere europäisch ist. Ich weiß es nicht. Wir lassen mal den Alien, der Kopfform hat er jetzt so. Aha, sehr interessant. Drei verschiedene auch wohl nur. Kleider, lang, kurz. Ja. Okay, Kopfbedeckung gibt es wahrscheinlich auch irgendwelche Hüte oder sowas, aber Aliens tragen keine Hüte oder das ist die Haare und so. Hautfarbe, wir haben ihn blau und gibt es auch drei verschiedene Farben. Stimmen. Katzafi. Katzafi. Gibt es zwei, okay. Sehr interessant. Ja, habt ihr gesehen und ich denke mal, wir bleiben mit denen jetzt so Alad Moore, Danius Mekko und KG Andand kämpfen jetzt los und ich gehe davon aus, dass es jetzt ein Intro geben wird, meine ich. Und dann weiter. Nee, gibt's noch nicht. Es kommt erst noch. Wir müssen noch einen Schiffstyp auswählen. Da haben wir die Wahl zwischen dreien. Ein Kampfschiff, selbstgebautes Schiff oder ein Entdeckerschiff. Drohnenbauschiff gibt es noch, Transport und Tech. Wir haben hier Bonusgelder, die wir da aussuchen können. Wir machen mal erstmal das Kampfschiff. Warte mal, das sehen wir ja sogar noch. Schlachtschiff kann auf Vielzahl von Orbitalwaffensystemen und Fortschritt der Energieerzeugung zugreifen. Konstruktionsschiff kann auf verschiedene Waffen und Rüstungsmodifikationen zugreifen. Entdeckerschiff ist zwar nicht mit fortschrittlichen Schiffssystemen ausgestattet, aber zu Beginn eine erhöhte Geschwindigkeit und einen Kraftstoffbonus. Okay. Ja, das ist jetzt die Frage, wie sieht unser Weg aus, ne? Wir machen mal die Voreinstellungen fertig. Erzeugung zu Beginn des Spiels haben wir hier, zu Beginn des Spiels. Sie starten mit 60 statt Treibstoffeinheiten. Da würde ich schon fast zum Treibstoff tendieren. Beginnen Sie mit Soldaten der Stufe 3. Schwierigkeit haben wir hier unten normal, schwer, extrem. Und einfach gibt's noch. Bleiben wir bei normal, denke ich. Spieloptionen. Sind das die vom Anfang? Nein, Kartengröße der Galaxie kann man auch noch vergrößern. Wir lassen es erstmal so, wie es ist. Dauerhafter Tod ist deaktiviert, macht Sinn beim Let's Play oder einem vorgestellt. Verfolgungsgeschwindigkeit 100%, also man kann auch die Gegner langsamer machen, dass man fliehen kann. Fraktionsgebiete sind aktiviert, schwarze Löcher sind aktiviert, Beutemenge ist 1.
Ruhmesmenge sind 100%. Achso, wenn ich jetzt hier wahrscheinlich runter mache, dann gibt es da auch mehr. Alles klar. So kann man den Level dann wahrscheinlich auch noch anpassen. Super. Gut, aber ich hatte da gesagt, machen wir den Bonus-Treibstoff, weil ich glaube, wenn Treibstoff zu kaufen ist, dann ist es immer etwas schwierig. Dann sollte man vielleicht die 30 Einheiten da besser mitnehmen. Okay, man könnte sich hier so vielleicht auch fürs Geld kaufen. Na, ich glaube, wir lassen das mal so. Und dann gehen wir mal rein. Eine Stadt. Truppen. Ein Konvoi. Hier sind unsere Einheiten unten zwei. Da ist noch einer. Und da geht's los. Kampfhandlung. Okay. Er springt da runter, der Alien. Und holt irgendwas. Schnell, wir haben nicht viel Zeit. Ich versuche es, fast da. Okay. Battlemech. Wir müssen jetzt gehen. Wow. Und jetzt rum noch Raketenwerfer? Nee. Sieht mehr nach Silvesterraketen aus. Okay, sie hauen ab, haben hier Fluchtfahrzeuge stehen, wie wir sehen. Drei, keine Ahnung. Okay, die Flucht hinter irgendwelchen Polizeifahrzeugen. Da werden wir auch noch beschossen und einen hat es wohl erwischt. Die anderen zwei können abhauen und gehen ganz gemächlich in die Zentrale, was es auch immer ist, oder wie? Hi-ho, der dritte war da jetzt da, oder? Und es wird abgehauen aus dieser Stadt. Und lädt. Und lädt. Und da ist es. Und wir sind auf einer Karte. Wir haben das Paket, jetzt müssen wir zur Kontaktstelle, um über unsere Erfolge zu berichten. Das ist wohl dann da. Story-Mission. Okay, die fängt dann da an. Die Föderation hat die Erfolge geschickt, um uns zu fangen. Wir können nicht... Ah, hallo und willkommen bei Galaxy Squad. Du befindest dich jetzt auf der Galaxiekarte. Klicke auf einen beliebigen Punkt in der Nähe deines Schiffes, um dorthin zu reisen. Dein Ziel befindet sich auf der anderen Seite der Galakarte. Während deiner Reise kannst du verschiedene Raumstationen besuchen, Aufgaben für neue Gegenstände kaufen und Schiffe ausrüsten. Achte auf deine Ressourcen in der rechten Ecke, wenn dein Schiff zu... Zustand 0 erreicht hat, wirst du verlieren und wenn dein Treibstoff zu nahe geht, wirst du nirgendwo mehr hinkriegen können. Öffne vor jedem Flug die Übersicht deiner Ampfeinheiten und weise deinen Mitgliedern neue Fähigkeiten zu. Okay, also wir sollen da jetzt hinklicken. Da oben ist jetzt das Story-Ziel. Achso, die Karte wird am Rand gescrollt, okay. Hier ist unser Schiff mit 100 Werten und hier sind die Sachen, hier Treibstoff, Akku, Energie und hier ist unser Geld. Wir haben gar kein Geld. Okay, das ist dann auch nicht so scholl, aber naja, wir sollen erstmal hier drauf klicken. Das ist deine Kampfeinheit. Du kannst hier verschiedene Ausrüstungswaffen, unterschiedliche Fähigkeiten zuweisen. Im Moment haben alle deine Charaktere einen Fertigkeitspunkt frei. Klicke nur auf die Registerkarte Lendo und ordne eine Fähigkeit zu. Okay. Ja. Ich tippe mal darauf, dass das dann die Talente sind. Übrige Punkte, einer. Benötigte Level, okay, da wird noch was freigeschaltet, das können wir jetzt aber. Das ist unser Eroberer, Streugewehr, Pistole oder sowas. Zwei hat der, okay. Achso, nee, das ist hier, das sind zwei Sachen, die er hat, aber das hier ist nicht vorhanden. Gesundheit, weil hier kannst du anklicken, passiert nichts, aber hier hast du das Messer, das kannst du anklicken. Und nee, Waffe kannst du auch nicht gegangen. Das ist, wahrscheinlich eins und Waffe zwei. Okay, dann ist das wohl doch nur, keine Ahnung was es ist, ein Streugewehr. Gesundheit, hier haben wir die Werte desjenigen hier. Dritte Treffer schon aus Kampfeinheit entfernen, nee, wollen wir nicht. So, jetzt müssen wir nur überlegen, was wir dem zuschustern, was denn hier oben. Achso, das sind die anderen Einheiten. Unter Beschuss, während drei Runden greifen alle feindlichen Soldaten an, es wird die Rüstung um 5 erhöht und zudem 10% Gesundheit pro Runde wiederhergestellt. Okay. Reflektiert das Bewegungstempo um 2 und führt Fähigkeit versorgt zu einem Aktionspunkt. Okay, wütender Angriff greift Ziele mit. Nee, das will ich nicht. Ah, Gesundheit um 20%. Ich glaube, wir sollten erstmal ein bisschen
schauen, dass wir ja mal ein bisschen mehr Dingens hier kriegen. So, den einen haben wir schon. Talent löschen kostet uns 5. Okay, können wir nicht. Also wir können auch umstrukturieren. Dann ist der zweite dran, ne? Der hat hier auch nur einen Blaster. Banditengewehr ist das dann. Das sind seine Werte. Und ich gehe auch mit ihm auf die Gesundheit hoch, denke ich mal. Und, ach, der hätte auch was anderes. Granate wirft einen Granate, die 25. Ah, okay, das wäre vielleicht auch interessant gewesen. Panzerbrechende Kugeln, okay, Energie. Und das sind, glaube ich, die gleichen Sachen wie eben. Naja, aber wir sind vielleicht nicht verkehrt, mit Gesundheit zu steigern. Der hat's Medikit. Jetzt ist dann zu überlegen, ob er als Supporter war, ja, ne, dann vielleicht hier die Gesundheitsgeschichte voranbleibt, um die anderen zu heilen, wenn sie verwundet sind. Dafür würde er jetzt diese Gesundheit nicht bekommen. Kriegt da 60% hin. Tja, das ist jetzt die Frage. Aber er hat auch hier eine Pistole und ein schweres Maschinengewehr. Also er kann sich auch gut verteidigen wohl. Ja, gute Frage, ne? Medipack? Was ist denn hier so? Noch nix. Oder auch 20%. Wir machen ihn mal hier wirklich als Supporter und er kriegt das Medipack. So, dann sind wir hier, glaube ich, durch und dann sollen wir weiterklicken, wahrscheinlich. Ach so, ne, weiter ist, aha. Alle durch, haben wir aber. Das bedeutet, wir gehen jetzt zurück. Da gibt's keine weiteren Anweisungen jetzt, das ist schade. Muss ich gucken. Schauen wir mal. Das ist jetzt unser Planet, wo wir rumkreisen. Wahrscheinlich sind wir von dem hoch oder so, keine Ahnung, aber wir sollen hier wahrscheinlich auf Schiff klicken. Die sind deine Schiffssysteme, sie ermöglichen dir aus einer Auswahl verschiedene Fähigkeiten zu wählen, die sie ausschlaggebend für das Gewinnen von Schlachten sind. Klicke zum Start auf ein leeres Symbol und baue ein neues System, welches du im Spiel benutzen wirst. Jeder Bau braucht Zeit und verbraucht in jeder Runde auch Energie. Daher ist eine gute Idee, zuerst einen Generator zu bauen. Okay. Jetzt neue Systeme und dann Generator. Okay. Verteidigungssystem, erweiterter Generator, Bankensystem, Konstruktionssystem, Radarsystem, Photonenkanone und Schockkanone. Okay, wir sollen aber das machen. Dann machen wir das erstmal. Das dauert dann wohl 6 Runden. Energie minus 2 ist jetzt nicht so doll, ne? Dann müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. So, Fenster schließen. Und wie soll es weitergehen? Gute Frage, ne? Kampfeinheiten haben wir. Das ist das. Ja, dann müssen wir jetzt mal gucken, was wir hier so machen können, oder? Ja, wahrscheinlich müssen wir dann hier hin. Warte mal, wie waren die Wege? Diese drei. Was ist hier oben? Wissen wir nicht. Da unten auch nicht. Aber hier wissen wir, dass es eine Raumstation ist. Also fliegen wir doch mal zur Raumstation. Okay, Schutzschilde gibt's hier. Da fliegt eine Torte oder eine Pizza. Okay, wir sind auf dieser Raumstation. Return to Ship. Ne, das wollen wir jetzt gerade nicht. Ah, okay. Aber hier gibt es einen mit einem Pfeil auf dem Kopf oder was das auch immer da ist. Ne, ein Ausrufezeichen. Also da gibt es eine Quest wahrscheinlich. Was brauchst du? Grüße dich. Neue Quest hinzugefügt. Gewächshaus ist sehr gesund, aber um unser Ökosystem hier vervollständigen zu können, brauchen wir eine seltene Pflanze namens Hermopolaso. Du könntest zum Planeten GU78 fliegen und einige einsammeln. Würden diese mit 50 Credits belohnen. Das hört sich doch schon mal easy an, oder? Okay, bis bald. Wie kann ich mich denn hier bewegen? Gar nicht. Karte am Rand scrollen geht auch nicht. Ich kann auch nicht mit WASD, kann mit Pfeiltasten was machen. Nein, kann ich auch nicht. Ich glaube, diese Station ist so klein, dass wir gar nichts machen können. Da gibt es einen Waffenshop, da gibt es eine Bar. Ah, da gibt es noch einen Shop-Service. Ja, und sonst gibt es hier nichts außer Return to Ship. Also, ach hier, warte mal, was ist das denn hier noch? Waffenladen. Schiffsservice. Ach so, da sind Shortcuts, wo man da hin kann. Schiffsservice. Taverne. Ich gehe mal erstmal in die Taverne. Wahrscheinlich gibt es da noch irgendwas. Ne, die trinken sich alle nur ein. Okay, ich glaube, hier kann ich nichts machen. Wahrscheinlich kann ich da wieder zurück, oder? Ja. Okay, der Service Shop. Ah, Schiffsservice.
Status des Schiffshülle ist 100%, könnte man hier reparieren, brauchen wir aber nicht. Systemsteckplatz öffnen, keine Ahnung, wofür das gut ist. Leider kein Shortcut. Ja, ihr wisst, was ich meine. Treibstoff kaufen kann ich hier und Generator aufladen kann ich hier. Treibstoff haben wir 59. Wie viel wird reingehen, ist die Frage, ne? Wahrscheinlich nicht mehr, sonst wird das jetzt vielleicht gehen. Ich habe auch kein Geld, deswegen geht das auch nicht. Alles klar, hat sich erledigt. Und dann haben wir noch einen Waffenshop, aber da brauchen wir dann eigentlich auch nicht reingucken, weil wir haben ja kein Geld. Da null. Das heißt, wir können jetzt hier nichts machen und also da werden wir wieder unsere Leute wieder durchgehen und zurück geht auch da durch. Wie komme ich aus dem Ganzen hier raus? Das ist die Frage. Rechtsklick geht nicht. Escape ruft zwar das Ding ins Menü. Ah, hier kann ich das wahrscheinlich zurück machen. Und hier geht's auch wieder zurück. Gut, okay, dann sind wir jetzt in die Bar gelandet. Alles klar. Gut, das bedeutet, wir müssen jetzt hier unser Schiff nehmen und weiterfliegen. Und jetzt müssen wir gucken, wo wir hier scrollen können. Ah, das muss wohl der Planet sein. Das heißt, wir müssen da nach da fliegen, um dann das aufzunehmen. Gut, machen wir das doch, oder? Du bist in der Nähe der Umlaufbahn eines Planeten angekommen und es sieht so aus, als ob Bereiche von Schwarmen befallen wurden. Von einem Schwarm befallen wurden. Okay, Heuschrecken oder sowas. Das ist der Planet, wir kommen näher. Okay, jeder Soldat hat zwei Aktionspunkte, welche du verwenden kannst, um ihn zu bewegen oder angreifen zu können. Was steht hier hinter? You are in... Ah, okay, das ist die Übersetzungsfehler, wird da noch angezeigt. Du kannst jeden Soldaten in Reihenfolge mit Tab anwählen, wenn du angreifst oder eine Fähigkeit einsetzen möchtest. Klicke auf die Schaltfläche unten oder verwende die Schaltfläche 1, 2, 3. Einige Fähigkeiten werden automatisch ausgewählt und durch neues Klicken auf die Fähigkeiten an das Ziel geändert werden. Denke über deine Deckungsmöglichkeit nach, bevor du einen Zug machst. Du solltest immer vor feindlichen Feuer und auch vor möglichen Angriffen von den Flanken geschützt sein. Sichtbarkeitslinien helfen dir beim Auffinden der besten bzw. erreichbaren Plätze. Wenn du Probleme bekommst, solltest, kannst du jederzeit die Mission neu starten. Okay. So, was muss ich denn machen? Was ist denn mein Ziel? Ah, hier geht jetzt BASD. Hier sind irgendwelche Viecher. Zombies sind es, okay. Und hier sind wahrscheinlich die... Ne, ist eine Ameise. Und hier ist das, was ich brauche, oder wie ist das? Ja, das bedeutet, wir müssten jetzt mal erstmal vielleicht hier Deckung suchen. Kann ich drehen? Ja, mit Q und E kann man drehen. Ich, haben wohl keinen Schutz hinter... Doch, das Schutzschild ist doch da angezeigt. Okay. Geh mal da hin. Und der sieht jetzt diese zwei mit diesen Chancen. Und Angriff kann ich dann machen. Greife den Pfeil mit gewählten Waffen an. 64%. 69. Nehme ich natürlich den 69er. Und bam. So, dann ist der nächste dran, ne? 6 Feinde sind es, okay, das ist nicht wenig. Ich glaube, er geht mal dahin. Und er sieht 3 Leute. Davon kann er einen. Wer ist denn der? Ach, schade, der springt dann da nicht hin. Achso, der rote Kreis sagt mir, wer es ist. Ich wähle den natürlich aus und lösche den wahrscheinlich aus. Hat doch nicht, oder? Doch, hat doch geklappt. Gut, wunderbar. Jetzt haben wir hier noch einen. Haben aber eine schlechte Deckung zurzeit. Er könnte den da super erreichen, aber ich glaube, ja, die Deckung ist relativ schwach hier, ne? Ich glaube, das ist ja auch unser Supporter, der ein bisschen schwächer dran ist. Den werden wir mal ein bisschen zurückziehen. Und werden, ah, da ist jetzt auch noch einer. Ja, den dann auch angreifen, oder? Oh, wir haben auch getroffen, nicht schlecht. Feindliche Runde. Das ist schon mal gut gelaufen. Der Zombie wird Nahangriff machen.
Und da ist noch ein Zombie, okay. Ja. Jetzt müssen wir überlegen, das ist er hier, den will ich jetzt aber nicht als erstes haben. Wir müssen mit Tab durchblättern und ich möchte erstmal mit dem da angreifen. Weil ich den dann vielleicht direkt auslöschen kann. Und der andere kann doch abhauen, wenn. Oh, 16 Uhr. Okay, dann suchen wir mal unseren zweiten. Der hat aber niemanden, den er sehen kann, außer den da. Also das heißt, wir nehmen auch den. Der hat 12. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir mit ihm hier vielleicht uns ein Rückzugsziel suchen erstmal, dass es vielleicht besser ist. Weil ich glaube nicht, dass wir da stehen bleiben sollten. Die sind dann außer Sichtweite. Ich denke schon, dass es besser ist, hier hinzugehen. Weil da kriegt er direkt einen, ne? Das würde nicht Sinn machen. 25 ohne Schutz, 2 Aktionspunkte gehen flöten. Okay, der Schuss hat gesessen. Keine Ahnung, was das für Viecher sind, aber wir haben leider einen Treffer gekriegt. Der Zombie läuft dann noch voran. Okay, den werden wir jetzt aber auch gleich gen Süden schicken, denke ich mal. Und der war es auch. Sehr gut. Ready for action. Hier war irgendwo noch so ein Vieh, dann gehen wir mal ein Stück hier vor. Aber niemand ist zu sehen. Jetzt ist die Frage, wo wir hingehen. Bleiben wir da? Achso, nachladen müssen wir auch noch. Wo sehe ich denn dran, wie viel Munition ich noch habe? Verbleibende Feinde sind noch 2. Komm, wir machen das Nachladen. Das ist ja vielleicht auch nicht verkehrt. Er ist jetzt hier und geht mal dahin, oder? Absolutely, Boss. Da haben wir so einen halben Schutz, aber wir sehen sogar einen. Und das Ziel greifen wir mit 67% an und ist fast tot. Er hat es schon wieder erwischt, das ist schlecht. Ja, er muss erstmal in Deckung. Kann keinen sehen und jetzt muss ich gucken, wo ich das Nachladen sehe. Ah, hier sehe ich das Nachladen. Gut. Und dann kann er erstmal nichts mehr machen. Tab. Er sieht auch niemanden. Das Tier ist darüber gelaufen und das andere ist da. Dann probieren wir mit ihm mal dahin zu gehen. Ist aber auch nichts. Medikit hat er 40. Verteidigen. Überwachen. Ja. Der bleibt bei Overwatch. So, und er sieht jetzt keinen von diesen Viechern. Das ist schlecht. Dann machen wir da auch mal einen Overwatch. Und gucken, was passiert. Aha, das hat schon mal gut geklappt. Der hat daneben geschossen. Und der ist, glaube ich, durch. So, er sieht nur einen, aber mit 0%, okay. Blättern wir erst durch, weil er sieht oder weiß, wo das Vieh sitzt, ne? Hat gute Deckung, aber wir greifen trotzdem mal an. Okay. Überwachen, weil es auch 0%. Und er macht auch wieder Überwachen. Läuft, oder?
Okay, der hat den Stein kaputt gemacht. Sehr interessant. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass das geht. So, wie sieht's aus? Immer noch 0%, das ist schlecht. Wir müssen eigentlich jetzt gucken, dass wir an die Flanke kommen, ne? Aber er ist der, der schon angeschlagen ist. Das heißt, das machen wir nicht. So. Er sieht aber immer noch nichts. Here, Commander. Und das ist jetzt er. Mit voller Energie laufen wir dahin und sollten dann eigentlich auch Schussfeld haben, oder? Ja. Und hat sich erledigt. Mission erledigt. Das ist sehr gut. So. Zurück. Quest abgeschlossen. Zurück. Jetzt müssen wir die nur noch abgeben, ne? Denke ich mal, oder? Würde ich jetzt mal schätzen. Ja. So, jetzt geben wir die ab und dann gucken wir, was passiert. Oh, sehr interessanter Raumtransporter hier. Und gehen mal zu ihm hin und bekommen dann unsere Belohnung. 50 Credits. Bis bald. Gut, dann sehe ich hier draußen jetzt nichts. Wir gehen mal einmal in die Bar. Hier gibt es aber auch nichts. Dann gehen wir in den Servicebereich. So, jetzt können wir hier definitiv tanken. Ich mache mal wieder so weit voll. Reparieren brauchen wir nichts. Der Rest ist gut. Das sind wir hier durch. Und dann gehen wir in den Waffenshop und gucken, dass wir da noch was bekommen. Wir haben noch 38 Einheiten. Leichte Rüstung kostet 22. Die würde ich jetzt unserem Supporter geben wollen. Dann. Warte mal, da gibt es nochmal eine leichte Rüstung. Okay, die ist aber. Kostet alles 22 hier. Das Messer kostet 30. Visier 22. Ne, dann nehmen wir hier mal das und kaufen das. Und dann haben wir noch 14 Credits über. Und dann müssen wir gerade noch gucken, wie wir die 14 Credits kriegen. 20. 30. Ich glaube, die kriegen wir gar nicht raus hier. Ist aber auch nicht schlimm. Dann sparen wir ein bisschen und irgendwann kriegen wir das schon hin. Gut, das bedeutet, gekauft haben wir das. Und das war ja er. Der war ja auch schon angeschlagen. Aber Gesundheit ist wieder auf 100% wohl, oder? Die regenerieren sich dann wieder. Gut, das heißt, er bekommt die leichte Rüstung. Dann hat er Rüstung 3. Weiter. Ach so, dann marschieren wir durch. Wir müssen hier raus. Gut, dann würde ich jetzt aber sagen, sind wir gerade an so einem Punkt, wo ich jetzt sage, wir haben den ersten Kampf hinter uns. Wir haben das ganze Spiel kurz gesehen. Ich bin aber auf jeden Fall dabei, dass wir das nochmal machen, weil das ist ja interessant, noch ein bisschen mehr zu entdecken. Aber für die Runde soll es erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich ein Video hochlade. Kommentare herzlich willkommen. Was haltet ihr vom Spiel? Schreibt das mal rein. Und ja, teilt das Video auf anderen Kanälen, dann kriegen andere mit, was wir hier gerade machen. Alles klar, würde ich sagen. Bis dann. Tschüss.